Ein ganz normaler Morgen in Nicole Stiefels ungewöhnlicher Wohnwelt. Es wurde früher schon so gemacht, dass man mit den alten Kaffeefiltern seinen Kaffee aufgebrüht hat. Und genau so möchte ich das auch weitermachen. Und natürlich, es schmeckt ganz, ganz, ganz anders. Die Geschichte am Alten, die interessiert mich eh. Alles, was eben so ein bisschen auch in meinem eigenen Häuschen passiert ist. Als die Menschen noch kleiner waren, die Möbel waren einfach kleiner, die Dinge waren alt. Und das ist das, was mich so fasziniert. Und daran habe ich einen Riesenspaß. Die Dinge begleiten mich einfach. Das gibt mir einfach Wärme. Ja, so in einem nackigen Raum, hier könnte ich nicht leben. Ich entdecke für mich trotzdem immer wieder selbst was Neues auch. Und dann überlege ich natürlich, von wem möchte ich das bekommen. Die Spülbürstenhalter, die habe ich tatsächlich selber über 20 Jahre gesucht, dass ich endlich einen Email-Spülbürstenhalter bekommen habe. Und irgendwann hatte ich den und das macht mich glücklich und das macht mich zufrieden. Das macht mich richtig zufrieden. Vielleicht bin ich für andere ein bisschen verrückt. Meine Schwester sagt auch immer so schön zu mir, bei mir ist es so, als wenn man ins Museum gehen würde, ins Freilandmuseum nach Fladungen, zwei Dörfer weiter. Für mich ist das natürlich nicht so. 2016 kauft Nicole Stiefel dieses Fachwerkhaus in Wilmars und renoviert es. Ich weiß auf jeden Fall, es war ein Judenhaus. Es war hier, wir haben sehr viele Juden gewohnt in der Straße. Erbaut worden ist es, der erste Teil wohl 1691, aber festgehalten wurde es dann 1791. Sieht man gerade von außen, dass es immer aufgestockt wurde und dass immer mehr ein bisschen dazugekommen ist zu dem Haus. Nee, also in einem Neubauviertel oder ja, wo lauter neue Häuser stehen, das könnte ich, glaube ich, nicht. Nee, da wäre ich nicht glücklich gewesen. Auch diese Scheune ist voller alter Dinge. Nicole Stiefel verkauft sie oder verleiht sie für Events. Früher war die Dekorateurin in ganz Deutschland für die Modekette H&M unterwegs, um mit ihren geschickten Händchen den Look der Läden zu kreieren. Nicole kennt so gut wie alle Trends. Auch den shabby schick. Meine Lieblingsfarbe ist weiß, auch weil ich finde, weiß macht einfach ein Haus oder eine Wohnung wieder total freundlich. Und wenn man überlegt, wenn man jetzt ein ganz dunkles Stück hat und ein schweres Stück hat, ja, das erdrückt einen auch manchmal. Dann streicht man es, macht es weiß, schleift es am Ende ab, macht es wieder ganz sanft. Und aus dem großen braunen Bären, ne, wird ein ganz sanfter. Wenn ich auf Hausauflösung gehe, auf Scheunenauflösung gehe, dann ist es schon so, da kauft man ja nicht nur im kleinen Stil irgendwie ein oder sagt, man nimmt jetzt irgendwie nur eins oder zwei Sachen mit, sondern dann nehme ich natürlich auch das mit, wo ich weiß, das würde jetzt auf dem Sperrmüll landen und das würde im Container landen. Ich rette das und da brauche ich einfach Platz, dass ich auch sagen kann, ich kann auch mal drei Schränke mitnehmen und da steht vielleicht noch ein altes Holzbett, was ich mitnehmen kann und ja, deswegen brauche ich auf jeden Fall Platz. Aber du kannst nicht alles retten. Nee, alles kann ich leider nicht retten. Also die Welt kann ich nicht retten. Ihre Mission ist es, dass diese Dinge wieder eine Heimat finden, wo sie so geschätzt werden wie das Schränkchen von ihrer Oma. Es gibt so ein paar Teile, die ich nie hergeben könnte. Das sind Herzenssachen, ja. So, dann habe ich hier mein Schmuckstück. Das ist eine alte Kommode, mit der begann eigentlich meine Geschichte. Das war das erste Stück, was mein Vater aus dem Schuppen rausgeholt hat daheim und hat es für mich abgebeizt gehabt. Und ich war natürlich mit meinen 18 Jahren, ich war schockverliebt in diese Kommode. Das erinnert mich immer daran und auch immer an die Zeit auch in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, wo ich gewohnt habe, von dem Schuppen, wie sie raus ist. Das ist Kindheit. Aufgewachsen ist Nicole in Bad Neustadt an der Saale. Ich glaube, ich war ein sehr witziges Kind. Ich war das Nesthäkchen, war verträumt und ich habe aus vielen Dingen schon damals was gemacht, aus nichts was gemacht. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, so, also der Nicole, der kann mir auch eine Tüte schenken und da macht die auch noch was draus. Und so war das als Kind auch schon. Also ja, ja. Ich habe da schon aus wenigen Dingen was machen können. Also die Liebe zu den alten Sachen von Papa. Mein Papa ist losgegangen zum Sperrmüll, zu Hausauflösungen, hat die Sachen nach drinnen getragen und meine Mutter hätte sie wahrscheinlich am liebsten wieder auf der anderen Seite rausgetragen. Aber ja, sie hat es trotzdem geduldet, so wie es war.
Das ist der alte Schrank hier. Den habe ich von meinem Vater. Und den habe ich noch als letztes bekommen. Das sind Erinnerungen, die immer wach werden für mich. Das ist so nicht nur mit den Möbelstücken, sondern ja auch ein bisschen mit der Deko. Wenn ich irgendwelche Sachen von irgendwelchen Leuten oder irgendwelchen Geschäften herbekommen habe, das ist einfach für mich was Wunderschönes. Genau. Das sind Herzensdinge, die ich verbinde mit früher und habe immer noch so viel Freude daran. Diese Hutformen stammen aus einem mondänen Pelzhaus, dessen Schaufenster sie bewunderte, seit sie sich erinnern kann. Wenn man die Menschen dahinter schon als Kind auch gekannt hat, das war im Familienbesitz zum Beispiel bei dem Haus, das ist schon schön für mich dann als Erwachsener da reingehen zu dürfen und mir ein paar Sachen mitzunehmen und dann eben unter anderem die Hutform, die für mich schon einen sehr, sehr persönlichen Wert einfach auch haben. Genau, weil sonst wären sie auf dem Müll gelandet und das ist sowas, das wäre wahnsinnig schade gewesen. Überbleibsel aus Unterfrankens Apotheken oder Dorfschulen finden Zuflucht bei Nicole, die in ihrem Haus auch eine Rumpelkammer hat, ihre persönliche Entdeckerecke. Ach super, ach Gott, schön. Oh, das ist ja super schön. Die kleinen alten Schusterleisten, die habe ich jetzt schon so lange gesucht. Und da sind sie. Mein Gott, ich wusste gar nicht, dass ich die in dem Karton da drin hatte. Mal schauen. Ja. Lauter Email-Sachen. Hier ist auch noch eine kleine alte Kinder-Email-Tasse. Dass ich die habe, das wusste ich, aber wo ich sie habe, wusste ich nicht mehr. Richtig schön. Ich räume viel um, ich räume viel aus und ich bringe manchmal Dinge von unten nach oben, was ich auch total spannend finde. Oder jetzt vielleicht auch von oben nach unten, weil die Schusterleisten, die muss ich auf jeden Fall mit runternehmen. Die sind einfach wunderschön. Kombinationen in Lindgrün und alten Blautönen. So etwas liebt Nicole. Es ist mein Geschmack. Ich gucke immer nach Farben. Ich gucke natürlich auch immer nach diesem alten. Und inzwischen ist es einfach so, dass ich fast gar nichts Neues mehr da habe, sondern nur noch alte Dinge. Ja, ich finde immer alt und alt gesellt sich ja eh sehr, sehr gerne. Das ist natürlich auch mit alt und modern. Aber bei mir im Haus ist es einfach alt und alt. Und da kann man ja eigentlich gar nichts falsch machen. Ja. Dekorieren und arrangieren. Das ist ihre große Begabung. Genauso wie ihre soziale Ader, ihr Einfühlungsvermögen. Das alles braucht sie für ihre ungewöhnlichen Geschäftsideen. So stattet sie mit ihren antiken Schmuckstücken in Unterfranken Hochzeiten aus. Mit einem sehr individuellen Touch. Sie selbst heiratet mit 35. Erst standesamtlich, dann kirchlich und zieht nach Heilbronn. Doch nach 11 Jahren wird die Ehe geschieden. Es war natürlich auch ein schwerer Kampf und auch ein langer Weg, dass ich mich wieder zurückgearbeitet habe, überhaupt aus dem Ganzen. Als ich dann hierher gezogen bin, habe ich mir dann das Haus gekauft. Und damit ging es los. Und da habe ich dann wieder gemerkt, doch, du bist auch wer. Das Selbstbewusstsein war wieder da, alles war da. Mir konnte keiner mehr was. Ich habe hier eine Heimat gefunden, doch das schon hier mein Zuhause. Wilmers ist ein ganz kleines 500-Seelen-Dörfchen, aber für mich passt das einfach. Es sind sehr, sehr viele alte Häuser hier. Es ist natürlich auch ein Leerstand da und es sind natürlich auch ein paar neue Häuser da. Aber so im Ortskern, das sind einfach die alten kleinen Häuser da und das ist für mich einfach was Wunderschönes, hier zu leben. 2019 eröffnet Nicole in dem leerstehenden Gasthaus Grüner Baum ein eigenes Antikcafé mit dem Namen Heimathafen. Okay, ich bin Arom. Super. Hier präsentiert Nicole Stiefel ihre alten Stücke und verkauft sie auch. Und sie schafft einen heimeligen Treffpunkt für Wilmers, unterstützt von ihrer Schwester Susanne. Ein ungewöhnliches Café mit einer Besitzerin, die vor Energie sprüht. Also manchmal sage ich, boah,
Das ist schon sehr viel, was er sich auflädt. Aber sie steht dahinter, sie macht es gern, sie lacht dabei immer. Und das ist ihr wohl die Hauptsache, dass die Leute sich wohlfühlen. Und viele freuen sich, viele Ältere, dass sie aus so einer schönen alten Tasse trinken dürfen. Noch dazu ist Nicole Stiefel eine leidenschaftliche Bäckerin, die wunderbar zarte Torten zaubern kann. Heute für eine private Geburtstagsfeier. So. Ich habe einmal die Waldbeerorange. Sehr lecker, danke. Also für mich sind die Torten ausschlaggebend. Herrlich. Es ist so schön, die alten Trümmer, wie die so liebevoll aufgestellt sind und dass jedes zur Geltung kommt und auch geschätzt wird. Also ich mag das so gern. Viele Sachen sind halt auch wirklich aus der damaligen Zeit. Und das kennen ja viele Leute nicht mehr. Ich glaube schon, dass schon manche schon staunen, wenn sie dann erfahren, dass man eben den Stuhl kaufen kann, auf dem man sitzt, oder die Tasse kaufen kann, aus der man trinkt. Ich glaube, man findet es einfach nicht überall, das Konzept, was ich hier angefangen habe. Und ich fand es irgendwie ganz urig auch, wenn sich auch in der Einrichtung selber immer ein bisschen was tut, wenn nicht immer die gleichen Bilder an der Wand hängen und auch nicht immer die gleiche Kommode und der Schrank da steht. Also ich gebe ja oft Vollgas und sehr, sehr viel Vollgas. Aber dann, wenn ich heimkomme, dann brauche ich auch gar nichts mehr. Für mich ist es dann auch so, wenn ich heimkomme und die Tür aufschließe, gibt mir das Haus einfach auch so eine Ruhe, so eine Stille. Ich setze mich abends noch total gerne in den Schaukelstuhl, Kerzen an, sitze am Feuer und lasse das Haus dann auch manchmal so ein bisschen seine Geschichten erzählen für mich. Mhm.